Knapp 3000 Kilometer Strecke in 2 Wochen, dabei die ganze Zeit umgeben von atemberaubenden Landschaften. In diesen Genuss kamen Studierende der Geographie, Geologie und Geodäsie. Sie waren auf Exkursion im Oman. Der Staat am Südostzipfel der arabischen Halbinsel ist ein, im Vergleich zu seinen Nachbarstaaten, eher unbekanntes, aber umso interessanteres Land. Insgesamt 20 Studierende der Universitäten Aachen, Bonn und Köln erkundeten Mitte März das Sultanat. Professor Peter Kugler ist Leiter des Geologischen Instituts der RWTH Aachen. Gemeinsam mit seinem Bonner Kollegen Gösta Hoffmann führte er die Exkursion. Der Oman ist in vielerlei Hinsicht spannend, geologisch interessant, weil wir eben einen 100%igen Zugang zu den Gesteinen haben, die wir uns in Europa natürlich nur bedingt ansehen können durch den Bewuchs und hier im Oman durch das aride Klima eben, wie wir sagen, also Labor im Gelände hier haben und entsprechend untersuchen können. Es ist vor allem die Geologie des Landes, die Wissenschaftler begeistert. So gute Aufschlüsse wie hier, also Stellen im Gelände, die freien Blick auf die Gesteinsschichtungen bieten, gibt es selten auf der Welt. Die großen Highlights im Oman sind natürlich die sogenannten Oman Mountains, das Oman-Gebirge, ein ehemaliger Ozeanboden, der vor 90 Millionen Jahren aus dem Persischen Golf heraus in mehreren tausend Metern Wassertiefe en bloc etwa 700 Kilometer nach Westen verschoben wurde. Die Route führte die Studierenden von der Hauptstadt Maskat aus zunächst entlang der Küste Richtung Osten. Anschließend ging es in die Sandwüste und über das Hadjar-Gebirge in die Nähe der Stadt Soha. Die verschiedenen Themen wurden jeweils vor der passenden Kulisse behandelt. Gerade das ist besonders wertvoll, sagt Exkursionsleiter und Geologe Hoffmann. Das Schöne ist, man kann das halt auch alles sehen. Das ist dann nicht nur so ein theoretisches Wissen, was man hier versucht zu vermitteln, sondern da man das ja alles sieht, hat man da gleich eine praktische Erfahrung und es bleibt einfach gleich hängen. Und damit hat man schon sehr einfach was gelernt und verstanden. Angeboten wurde die Exkursion vom Geoverbund ABCJ, das geowissenschaftliche Netzwerk in der Region Aachen, Bonn, Köln und Jülich. Im Gegensatz zu anderen Exkursionen wurde viel Wert auf Interdisziplinarität gelegt. Sehr zur Freude der Studierenden. Geologiestudentin Silja Adolfs aus Bonn. Ich finde es toll, besonders weil man merkt, dass man vielleicht doch mehr gemeinsam hat, als man denkt. Weil ja irgendwie jeder was mit Geo zu tun hat, natürlich auch von verschiedenen Seiten aus, aber es überschneidet sich dann doch. Und gerade dadurch, dass die Leute die Dinge von verschiedenen Perspektiven betrachten, lässt einen ja auch nochmal die Dinge anders sehen. Und das ist ja eigentlich nur schön, dann ist man nicht nur in seinem eigenen Brei, sondern lernt noch ein paar neue Dinge. So standen neben geologisch faszinierenden Formationen wie etwa der sogenannten Mother of All Outcrops spektakuläre Faltungen in Sedimentgestein oder einem Salzdom, wo Salz wie aus einer Zahnpastatube heraus an die Erdoberfläche gedrückt wird, auch andere, nicht geologische Themen auf dem Programm. Etwa die Kulturentwicklung Arabiens, Stadtentwicklung, der Umgang mit Ressourcen, Tsunami-Forschung und Landwirtschaft in ariden Gebieten, wie eben dem Oman. Auch der Aachener Geologiestudent Nikolaus von Zimmermann war von der Themenvielfalt begeistert. Was mir am allermeisten gefallen hat, waren tatsächlich die Oasen mit dem Terrassenbau und den ganzen Pflanzen, die angebaut waren. Mein geologisches Highlight war The Mother of All Outcrops. Aber da spricht eher der Geologe in mir, weil ich einfach die Struktur wahnsinnig faszinierend fand. Gezeltet oder wahlweise unter freiem Himmel geschlafen, wurde nach dem Abendessen und dem abendlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer mitten in der Natur, ohne jegliche Sanitäranlagen, eine echte Outdoor-Exkursion. Für die Studierenden war das aber kein Problem, sagt Geografiestudentin Luise Martin aus Bonn. Für mich persönlich war es jetzt kein Problem, 2 Wochen in Anführungszeichen nicht zu duschen. Also wir hatten immer wieder die Möglichkeiten, in Wadis zu schwimmen oder ins Meer zu gehen und freier Wildbahn auf Toilette zu gehen. Damit komme ich gut zurecht und es ist, man kann sich die schönste Aussicht aussuchen. Also hat auch seine Vorteile. Insgesamt, so das Fazit aller Studierenden, eine unglaubliche Exkursion. Nikolaus fasst zusammen. Ich habe einen super Eindruck vom Oman. Ich habe wahnsinnig interessante Orte gesehen. Die Aufschlüsse, die man hier zu sehen kriegt, sind von herausragender Qualität, muss man sagen. Das kriegt man in Deutschland nicht zu sehen. Und ich finde es eigentlich faszinierend, dass man an Orte kommt, die man normalerweise nicht sieht. Auch die beiden Exkursionsleiter Peter Kugler und Gösta Hoffmann waren mit dem Ablauf mehr als zufrieden. Ebenso die Verantwortlichen des Geoverbundes. Im nächsten Jahr wird es wieder eine Exkursion für Geostudierende geben. Welcher Flecken Erde dann genau unter die interdisziplinäre Lupe genommen wird, wird noch entschieden.